Hallo, mein Name ist Reza Barekzai. Ich komme aus Afghanistan und lebe seit einem Jahr mit meiner Frau und einem meiner Sohn auf Lesbos. Mein Sohn ist 8 Jahre alt. Mein anderer Sohn ist in Deutschland. Er ist 11 Jahre alt. Wir haben zuerst im Lager Moria gelebt. Seit das Feuer alles niedergebrannt hat, lebe ich im neuen Lager Karatepe. Ich bin seit 2015 mit meinem Sohn nach Deutschland gekommen und habe dort 5 Jahre lang gearbeitet und versucht, Asyl zu bekommen. 2019 bekomme ich endlich die Erlaubnis zu bleiben. Aber ich wollte meine Familie bei mir haben. Meine Frau und mein anderer Sohn waren noch im Iran. Um die Dokumente für die Familienzusammenführung zu bekommen, bin ich in den Iran gereist. Meinen Sohn musste ich in Deutschland zurücklassen, weil er zur Schule gehen musste. Leider habe ich auf dem Reise meinen Pass verloren und es war sehr schwierig, einen neuen zu bekommen. Nach einigen Versuchen zurückzukommen, habe ich es alleine mit meiner Frau und einem Sohn versucht, aber jetzt sitzen wir hier auf Lesbos fest. Mein Sohn lebt nun schon seit über einem Jahr ohne seine Familie und die Bedingungen hier im Lager sind Katastrophe.